Lass mal Raste schleifen, Bruder. Junge, der Typ ist einfach nur komplett behindert. Wir sind hier vor dieser unscheinbaren Lagerhalle, aber lasst euch nicht täuschen, denn das hier ist VM Racing und ohne Scheiß, ich war gerade schon mal kurz drin, das ist das verdammte Supermoto-Paradies. So, und was ich euch zeigen will, einmal hier diese komplett geistesgestörte Zweitakter Husqvarna TX125 mit HGS-Auspuffanlage, alles komplett in schwarz-grün gehalten, Narbe in grün, LED-Scheinwerfer, aber das ist nicht das Heftigste. Denn das Heftigste steht einfach hier. Zieht euch das einfach rein. Das hier ist eine KTM 450 SMR. Und ihr denkt euch jetzt sicherlich so, geiles Ding, aber ist nicht straßenzugelassen. So, wir sind jetzt gerade bei VM Racing im Supermoto-Paradies angekommen. Und jetzt schaut euch das mal an. Hier eine 450er SMR. Und das Krasseste ist, die ist hier einfach straßenzugelassen. Wie zum Henker geht das? Die hat einfach eine doppelte Bremsanlage vorne, zwei Bremsscheiben, LED-Scheinwerfer und das Allerkrasseste, eine doppelte Auspuffanlage. Ihr seht hier schon das T-Stück und dann hat man einfach zwei dicke Carbontüten. Einmal hier und auf der anderen Seite einmal hier. Und um das noch zu toppen, ist einfach der Deckel hier an der Seite komplett durchsichtig. Digga, wie geil sieht das aus? Also wenn ich das Ding hier irgendwann mal fahren darf, dann pisse ich mich echt ein vor Freude. Okay, Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, was gerade passiert ist. Und zwar hat Matteo, der Chef von VM Racing, meine Story gesehen auf Instagram, hat dann gesagt so, ey, wenn du so ein Klatschcover haben willst, ich habe noch eins da, dann bekommst du das jetzt. Ich sag eben meinen Kollegen Bescheid und dann bauen wir das Ding dran. I have a little bit Ständerprobleme hier. Always broken. The Ständer, you know? Also wir bauen jetzt das Ding hier ab und knallen dann diesen wunderschönen VM Racing Deckel. Oh, guckt euch das an, Alter. An die Seite. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, Alter. Das ist so geil, Mann. Yes! Yes, man! Das ist das geilste Gadget, was ich jemals gesehen habe. Holy shit. Grazie VM Racing. Komm, komm, komm. Hier, da ist die Fährte. Komm her. Ein Präficus Supermoto Maximus. Ist noch ganz frisch. Kommt bestimmt gleich nochmal wieder. Alter! WTF! Ja, lass mal so einen Monstersteiner da runterschmeißen. Ne? Den großen kriegen nur die coolen. Oh, jetzt macht Morris ein Wheelie. Ja! Woo! Hallo! Das war lustig! Das war so ein Stück vom Bordstein, der fährt mit deiner Felge hinten. Echt? Ja, ich hab's aber im Gefühl. Wie mit einem Gummi, gell? Ja. Das ist auch im Gefühl. Ja, muss ich auch immer vertrauen. Ah! Ja? Warum? Ich regel das. Moin. We want to see the castle. No. People live inside and authorization for the hotel. Can we push? No, camera, write your number, 200 euro. 200 euros to go in. Junge, das ist einfach ein komplett goldener Rolls Royce. Das Ding ist dezent auffällig. Was steht hier drauf? Real Estate Sirmione. Ja, war ja klar, dass der Typ irgendwas mit Immobilien macht.